Wir wollen uns nun den Windows Explorer genauer anschauen. Um den Windows Explorer zu öffnen, könnt ihr auf das Explorer-Icon drücken, welches sich meistens auf der Taskleiste befindet. Oder ihr verwendet die Tastenkombination Windows-Taste plus E für Explorer. Die letzte Möglichkeit ist, den Explorer hier im Suchfeld zu suchen. Diese Methode könnt ihr für alle Programme anwenden. Was ist denn eigentlich der Explorer und für was kann dieser verwendet werden? Der Explorer ist ein Dateimanager, mit dem wir durch alle unsere Dateien navigieren können. Mit Hilfe des Explorers kann man Dateien speichern, löschen, verschieben, kopieren und noch vieles mehr. Er ist folgend aufgebaut. Links habt ihr den Navigationsbereich. Hier könnt ihr schon voreingestellte Ordner öffnen, wie zum Beispiel der Download-Ordner oder den Desktop. Der Desktop-Inhalt im Navigationsbereich entspricht dabei dem gleichen Inhalt auf eurem Desktop. Auf diesen könnt ihr zugreifen, falls ihr alle Fenster schließt, den Desktop-Button ganz unten rechts betätigt oder die Tastenkombination Windows-Taste plus D gleichzeitig drückt. D für Desktop. In der Menüleiste hier oben, welche ihr anzeigen lassen könnt mit dem Pfeil rechts, könnt ihr verschiedene Befehle ausführen, nachdem ihr das gewünschte Objekt mit einem Linksklick ausgewählt habt. Im Raster Ansicht kann der Inhalt des geöffneten Objektes verschieden dargestellt werden. Ich persönlich verwende meistens die Detailansicht. So seht ihr im Inhaltsfenster direkt Name, Änderungsdatum, Typ der Datei und die Größe der Datei. Um die Ordnung der Dateien in eurem Computer zu gewährleisten, bekommt jede Datei und jeder Ordner eine spezifische Adresse, die ihr mit einem Klick auf die Adressleiste angezeigt bekommt. Diese Adresse könnt ihr verwenden, um den genauen Speicherort eurer Datei zu kopieren. So kann ich zum Beispiel einen zweiten Windows Explorer öffnen die Adresse meines ersten Ordners speichern mit Rechtsklick und Kopieren und im zweiten Explorer mit Rechtsklick und Einfügen und dann die Eingabetaste betätigen, so komme ich direkt auf den gleichen Ordner wie im ersten Explorer. Hier ist einfach die Ansicht noch nicht umgestellt. Nun möchte ich eine Datei erstellen. In eurer Menüleiste unter dem Raster Start könnt ihr mit der Schaltfläche Neues Element eine neue Datei erstellen. Ich möchte gerne ein Textdokument erstellen. Diese muss ich nun noch benennen. Ich benenne sie Test. Alternativ könnt ihr mit einem Rechtsklick auf eine leere Fläche und auf dem Reiter Neu. Hier habt ihr die genau gleichen Möglichkeiten wie in der Menüleiste.
Die neu erstellte Datei kopiere ich nun im Navigationsbereich unter Desktop. Dies kann ich wieder mit der Menüleiste oder mit einem Rechtsklick darauf machen. Ich persönlich verwende die Tastenkombination Ctrl-C mit C für Copy, also kopieren. Das heißt, ich wähle die Datei aus und drücke gleichzeitig Ctrl-C. Nun suche ich meinen Zielordner, das wäre zum Beispiel der Desktop, und habe wieder alle drei Möglichkeiten, um meine Datei einzufügen. Die Menüleiste, den Rechtsklick und, wie ich persönlich empfehlen würde, Ctrl-V. Nun habe ich mein Objekt im Desktop-Ordner gespeichert und kopiert. Und wie ihr seht, wurde das gleiche Dokument oder ist das gleiche Dokument auf meinem Desktop sichtbar. Um die Datei zu löschen, wähle ich sie aus und drücke in der Menüleiste auf Löschen. Oder auch wieder mit dem Rechtsklick löschen. Ich würde euch wärmstens empfehlen, im Windows Explorer in der Menüleiste unter dem Raster Ansicht die Dateinamenerweiterung zu aktivieren. Somit seht ihr für jede Datei, um was für einen Typ es sich dabei handelt.